Ich mach Licht. Ich würde mich freuen, wenn du auch da bist. Denn keiner summt so schön wie du. Sehr gut, dann ja. Party! Suki! Oh mein Gott, ich sehe, komm her, Suki! Ja, bist du eine Feine! Bist du eine Feine? Suki hat alles, was ihn fängt. Die will nicht heiraten. Ja. Jupp, komm her! Geh wieder in die Menge! Sonst muss Jupp den für sie fangen. Komm, ja, Suki, komm. Okay. Also, am besten guckt ihr alle auf den Boden und ihr nehmt die Hände über den Rücken nach oben, dann ist das ein bisschen spannender. Alright! Alle auf den Boden gucken! Ich werfe in 5, 4, 3, 2, 1. Boah, er ist geworfen! Wow! Wer hat ihn gefangen? Dann hat einfach Suki in den Rücken geworfen. Glückwunsch, Suki! Dann hat einfach Suki in den Rücken geworfen. Man hat an der Stimme gehört, dass sie sich bewegt hat. Ich dachte, es wird Party, aber es ist Suki. Suki. Sag mal, wo wir doch hier gerade alle vereinigt sind. Oh, Scheiße. Du musst aufstehen. Ach du Scheiße, hätten wir eigentlich gleich die Heirat machen können. Oh, Scheiße. Ach du meine Güte. Oh, ich glaube, ach du. Oh, Marc, wir reanimieren. Reanimation, du machst Mund zu Mund. Komm. Los, du machst Mund zu Mund. Ja, ich mach hier. Ja. 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 Mach die Mund zu Mund. Okay, okay, okay. Ha, 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 ha. Staying alive. Staying alive. Stay in the line. Warum hat sie plötzlich keine Hose mehr an? Was passiert hier? Ach du Scheiße. Hey, was sieht denn die Hose aus? Das sieht jetzt nicht so gut aus, oder? Oh Mann. Marc, stopp. Marc, der Augenblick ist wieder gekommen, wo du leider den Angehörigen mitteilen musst, dass die Frau Suki leider verstorben ist und wir sie nicht wiederholen können. Der Moment ist gekommen, du bist dran. Nein, los geht's. Möglichst emotional, freundlich, empathisch, nicht zu doll. Guck mal, ganz ich vorsichtig. Bin doch wieder da. Ja. Ich bin okay. Wieder da. Guck mal, da liebe Anwesende, liebe Freunde, liebe Bekannte von der Suki. Sie ist tot, sie kann nie wieder aufstehen. Oh, da ist sie wieder. Perfekt, Marc. Sie lebt. Perfekt. Wir haben es geschafft. Ja, wir haben es geschafft, Marc. Geil. Hier, Frau Suki, noch eine Spritze. Wir haben es geschafft. Ein Wunder. Mein Gott, wie viele Leute wir schon wieder reanimiert haben. Das ist der Wahnsinn. Ich sag's dir. Der Hammer. Oh, wir sind echt gut. Sonst können wir eine Zwangshochzeit machen. Ich kenn mich doch aus. Das wird die Hochzeit. Ich lass mich nicht bitten mit dem Ring. Nein! Aber Jupp möchte doch gerne. Ach, der arme Jupp. Wir wollen alle. Wir sind mehr als. Du magst, wenn ihr noch eine Hochzeit wollt. Ja, das stimmt. Wir sind Dream Team. Wenn die Familie das will, dann. Ich hab nichts vorbereitet. Ich auch nicht. Ist doch perfekt. So machen wir es am besten immer. Hast du Pressklüft auch mal dabei? Dein Auto. Stimmt, der fehlt. Oh Mann. Wie soll das wär's werden? Ja, da hast du recht. Das geht nicht ohne Presslufthammer. Ja, aber immerhin lebt sie wieder, Biemann, ja? Wir haben es geschafft. Oho. Katze dreht durch. Da ist der Presslufthammer. Oh, Marc. Wir können gleich doch, wenn wir... Moment, die Katze. Das ist, ja? Schräg. Kunstvoll. Danke. Guck mal unter dir. Ich räume mal auf. So. Ja, die leichten Teile kannst du doch gebrauchen. Alles Marc. Weg. Nichts passiert. Ja, pst. Hast du den Kopf auf? Ja. Ja, natürlich. Wo ist denn Suki? Warum, seit wann hast du eigentlich... Hat doch einer einen Eimer. Danke. Ich hab meinen Eimer verloren.
Leider nicht. War das schon schön. Aber dann kann ich das Ich hab doch genug hier rumgeworfen. Niemals! Ist doch noch einer da. Ja. Niemals! Alle weg. Niemals! Um Gottes Willen! Dass Winnie auch überall ist, ey. Nee! Ich bin für dich da. Herr Schlotz, wollen Sie das wirklich hier so ausstellen? Ich frag nur. Ja. Doch, doch. Ich finde, okay. Das trifft. Schlotzi, wie findest du das Bild? 1A, würde ich sagen. 1A. Postmoderner Expressionismus, oder? Ja, solche Fotos haben wir auch von unserem Haus hängen, Marc. Hm? Ja. Das ist Mama? Ja, haben wir. Nee, das ist, glaube ich, eure Tante. Schlotzi! Das ist Tante? Mhm, das ist Tante. Oh. So habe ich sie noch nie gesehen. Das Herz will, was das Herz will. Da kannst du nichts ja, machen. So bin ich auch mal eingeschlafen. Dingsbumster. Sie ist sehr gelenkt. Sagen Sie, Herr Ringer, Sie haben nicht zufällig ein paar Handschellen? Womit Sie dann Suki vielleicht dazu überreden können, eine Hochzeit durchzuführen? Schade eigentlich. Nee. Hat jemand Seil dabei? Das muss der Jupp schon alleine machen. Also ich finde ja immer eine ordentlich saftige Keule auf den Bild und das sollte auch reichen. Das sind durch nur Leute. Vielleicht können Sie dem Jupp mal Ihre Keule ausleihen. Ja. Was? Der kriegt doch nicht meine Keule. Papa? Ich kann da damit besser umgehen. Wenn es so gut ist und so hart ist, ja. Kriege ich auch. Vielleicht nicht schon wieder rechnen, das ist keine gute Idee. Natürlich, natürlich. Die kommt von ganz alleine, wenn du dich gut genug aufregst. Ich glaube, Jupps Keule ist einfach zu schmierig von dem ganzen Öl. Ich habe sonst immer nur ein Paddel bis jetzt. Wir reden immer noch über die... Metallkeulen da, oder? Ich hab Brokkoli. Ja, also ihr könnt ihr jetzt gerne noch, also ich will euch nur sagen, ihr solltet euch für die Show heute vorbereiten, falls ihr da noch irgendwas machen müsst. Ja. Haben Sie irgendeinen Plan? Also es wird Nacht bleiben, Herr Schlotzen. Ist das gut beleuchtet da? Sonst sollten Sie vielleicht auch noch was vorbereiten. Doch, das ist gut beleuchtet. Ja. Okay, gut. Ist beleuchtet. Tipptopp. Wunderbar. Das haben wir getestet. Strom. Aber Jupp hat gesagt, er kümmert sich drum. Mir war schon bewusst, dass. Also ja. Sag mal, Bulls, Nico, wir hatten ja noch einen Plan mit euch, ne? Wir wollten uns ja 17 Uhr eigentlich treffen. Oh. Ja, ja. Ja. Wir haben uns doch getroffen. Machen wir. Das ist richtig. Wir haben uns aber ihr kriegt ja noch nach der Show. Was. Okay, nach der Show, na gut. Ja. Oh, Marc, das passt aber perfekt, weil dann können wir bis zur Show einmal uns nochmal aussprechen, Marc, du weißt schon. Mal ein bisschen Zweisamkeit ja, statt irgendwie Einsamkeit. Was? Ihr wollt doch was vorführen. Was? Nein. Ich habe eine Idee, was wir machen können als Familie. Ich wüsste jetzt nicht, was wir vorführen sollten, wo wir beide kein Talent drin hätten gleichzeitig. Wir ergänzen uns eigentlich ganz gut mit den Nicht-Talenten. Dann macht ihr das? Ja. Ich glaube aber, die dann macht ihr das. Oh, Wag, ich weiß, was wir nicht können. Wir können anscheinend... Was hast du gesagt? Nein! Was hast du gesagt? Ja, wir können nicht heiraten. Wir könnten mal versuchen zu heiraten. Ich glaube, das geht daneben. Ich habe schon wieder nicht verstanden. Mag es das wär's oder? Doch. So. Ich verabschiede mich mal. Ihr macht das abwechselnd, was ihr nicht könnt. Erst machst du, was du nicht kannst. Hallo, Kiffer. Dann macht er. Bis bald. Perfekt. Gute Idee. Ja, wir können versuchen zu heiraten, weil das können wir nicht. Und dann kommt wieder was dazwischen. Werden erschossen oder entführt oder sonstiges. Und das ist dann unser Nicht-Talent. Ich will raus. Nur Talent-Show heiraten. Das wäre sehr gut. Richtig. Ich will raus. Okay. Sehr gut. Okay, Marc, ich glaube, wir müssen mal reden. Können wir jetzt gehen? Endlich mal. Zweisamkeit. Ja, das wird unangenehm. Los jetzt! Der Heli steht oben, Marc. Der Heli steht oben. Oh Mann, wir müssen noch Tschüss sagen. Und der Heli steht unten. Ich hab den da unten geparkt. Ja, man hat's gehört, dass du auf jeden Fall sehr hart gelandet bist, ja. Wir werden jetzt gleich gehen. Dann sehen wir uns später. Ich freue mich. Oh Gott, machen wir Gruppenkuscheln? Ja! Tschüss. Ja, Gruppenkuscheln.
Bussi, Bussi! Ja. Nicht so da ran! Hui! Oh! Wer fesselt mich da an? Aber ach, das war ich. Ich auch nicht. Ja, ja, aber das war die Keule. Ich bin immer noch paralysiert und du bist... Buddy! Halt, ja. War schön. So, bis später. Du bist halt eine Buschologin. Tschüss! Halt ja. Los, auf geht's! Bussi, Bussi! Tschüss, Ron, hast du wirklich super gemacht. War eine tolle Rede. Haben wir geparkt. Sehr gut. Ich dachte, wir machen das noch. Wie werde ich denn das einmal, Doktor? Der Buddy hat gesagt, nach der Show. Deswegen würden wir jetzt erstmal. Okay. Wollt ihr euch die Bühne anschauen? Die ist toll. Ja, nee, die sehen wir dann ja. Ich muss mich mal. Ron, ich muss mal irgendwann eine Stunde mit Mark verbringen. Eine Stunde. Unsere Beziehung steht auf den seidenen Faden, Ron. Ich muss mal eine Stunde mit meinem zukünftigen Ehemann verbringen. Wirklich jetzt. Eine Stunde. Bitte. Danke. Nach der Show. Ich hab eine Frage. Ja. Wann darf ich meine Stunde mit Mark verbringen? Bitte? Bitte was? 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 Au, was? Hä? Au! Was spielt ihr hier? Jetzt schreit sie so rum, ich versuche hier gerade ein Gespräch zu lauschen, was ich nicht lauschen darf. Was war das für eine engelsgleiche Stimme? Ist sie auch an dein Ohr gedrungen, ja? Du solltest vielleicht nicht so laut schreien. Also so weit. Hast du was zu sagen, Job? Ja, doch. Lass uns auch lauschen. Oh. Also. Ich hab ne... Oh, Buddy. Warum? Oh, das ist jetzt eine ganz, 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 ganz bekloppte Show hier. Ich habe das Gefühl, ich bin bei der versteckten Kamera. Nur, dass die Kameras echt sind und uns angucken. Bei der versteckten Kamera sind die Kameras auch echt. Siehst du das? Das hat man, wenn man heiratet. Schrecklich, oder? Eine wundervolle Familie, einen großen Rombusch, einen großen Steinkreis. Tolle Kinder. Ja. Patti will's aufnehmen, wie geil. Patti will's aufnehmen. Okay. Wie geil. Zuki. Jetzt mal ehrlich. Habe ich dich bis jetzt einmal gefragt, ob du mich heiraten willst? Nein, glaube nicht. Nee, hast du nicht, so. Nein. Also, ich meine, ich habe von Anfang an schon gemerkt, dass du vielleicht für das Heiraten nicht zu haben bist. Aber trotzdem hast du mir mein Herz gestohlen. Und ich denke, das, was du Donnerstag erlebt hast. Das ist halt ein Tag in unserem Leben gewesen, den du jeden Tag erleben könntest. Oh Gott, was war denn am Donnerstag? Und ich bin ehrlich, ich muss dafür nicht heiraten. Ich möchte einfach nur mit dir zusammen sein, mit dir Zeit verbringen, dir Spaß haben, Bradley schießen gehen. Wir müssen nicht heiraten dafür. Können ja auch einfach ich würde kein klatschen eine eingetragene Lebenspartnerschaft antragen. Ja, gute Idee. Ist das nicht das gleiche wie heiraten? Nee, das ist ohne Ring. Da du ja scheinbar keine Ringe magst, liegt am Ring. Ringe sind so unendlich. Liegt am Ring. Auf jeden Fall. Und niemals endend und knechten. Ja. Ich mag Melonen. Ich mag Melonen. Ich auch. Ah, Devil Blake, vielen Dank für den Stein. Vielen, vielen Dank. Wow, Dankeschön. Verliebt. Hi.
Dabei mache ich ja gerade gar nichts. Die Unterhaltung machen gerade andere. Muss nur gucken. Aber ja, das klingt auf jeden Fall besser als so eine Hochzeit. Oh Gott, jetzt bin Zuki schon all wieder Rächer. Das schöne Kostüm habe ich mir extra für dich gekauft. Und jetzt kotzt du mir auf die Schuhe. Nein, das würde ich auch niemals machen. Weißt du noch, als ich dich letztens angekotzt habe, Marc, das war auch genau da. Guck, ist schon wieder weg. Okay. Guck, ist schon wieder weg. Irgendwie. Ja. Irgendwie schon. Es war besonders. Tja. Glückwunsch. Suki. Erratet sie doch. Ja. Gut. Ja, das habt ihr richtig gut gemacht. Ihr wart richtig still. Oh, meine kleine. Meinst du, einer von beiden ist verletzt? Oh Gott, wieso schon wieder jetzt? Haben wir von dir abgeguckt? Ja, natürlich, Biman. Aber möchtest du natürlich eine Lebenspartnerschaft mit mir eingehen? Psst. Dankeschön, Double Blake. Ja, letztens ging es nicht. Okay. Das ist richtig. Dankeschön. Aber definitiv nicht! Ich zwing dich zu nix. Sein ja, soll ich dir. Das ist so geil. Ja, weg jetzt! Es gibt hier nichts mehr zu gucken. Wollt ihr Popcorn oder was? Ja, Popcorn. Guck mal, wir brauchen gerade das ein richtiges Stichwort für euch. Popcorn. Ich schieße auch gleich mal. Mensch. Gibt's auch Salziges? Also ich bin nur für die medizinische Versorgung zuständig, weil hier ständig geschossen wird. Genau das, Biman. Ihr seid ein solche Schweine! Ja, stimmt. Salziges Popcorn gibt es anscheinend auch bei mir. Sehr gut. Alles vorhanden hier. Oh Gott. Oh Gott. Was für eine schrecklich nette Familie! Was für eine schrecklich Es macht einfach so viel Spaß, manchmal die Schlotzen einfach zu beobachten. Das ist ein eigenes Unterhaltungsprogramm jedes Mal. Das ist so geil. Ach ja? Ach ja? Sag mal, wo ist der? Tja, jo, wo ist er komm mit! Ich hab gar nichts gemacht! Ich kann die Sau klauen! Jetzt kann ich hören! Keine Sau! Ja. Läuft ganz gut, oder? Ja, entspannt. Franka, wollen wir jetzt dann los? Ja, lass es mal los. Dann bereiten wir das ja jetzt vor. Nein, bei uns ist es irgendwie besser, nur sehen wir uns halt leider nie. Weil ich ständig entführt werde und er dann entführt wird und dann irgendeine andere entführt wird. Vielleicht dürft ihr nicht fahren, weil ich glaube, es wird gleich gefährlich. Wie, gleich gefährlich? Ja, wir sollten hier schnell weg. Soll das gefährlich werden? Ja. Ist gefährlich? Soll ich was sagen? Aber nicht immer glaub, so ich lass gut das bei denen. Ach, die werden unter... Achso, dann müssen wir aber leider bleiben. Ach, scheiße, jetzt bin ich auch noch... Oh Gott, ich bin eher eine Ärztin. Marc, ich kann jetzt nicht gehen, wenn ihr Gefahr im Busch ist. Im Zug, im Verzug, mein... Ja. Im Busch. Auch. Aha. Ich oben ja schon mal das euer war doch gestern. Üben. Ja, die Gefahr im Busch war gestern. Richtig. Was war Programm? Hey, du. Was für Buddy. Ich weiß, was wir machen können. Was macht ihr? Geheime Sachen ohne dich! Wollen wir eine Clownshow machen? So, ihr Lieben, ja, wir sehen Party uns bei der Show und dann danach. Ich will Sachen klauen, Opa Party. Ich erfriere. Oh nein, warte, komm hier.
Zoro. Hast du gemacht? Ja. Dankeschön. Bitte. Oh. Dankeschön, danke. Ja. Wir gucken nochmal, ob es Verletzte gibt, Marc, dann ziehen wir los. Blau. No, Mann, ja. Wo denn unser Heli? Geht es jetzt besser? Unsere Fliege. Wir sind mit dem Auto da. Drei war das Ding, da habe ich einfach ein bisschen rumgemalt. Nee, denen geht's gut, lass uns gehen. Dann hast du in meinem Namen einen Brief geschrieben. Ja, wir lassen die. Nee. Die Sunnis verabschieden sich. Angenehmen Abend. Gib es doch zu, das war einfach die Rache. Ist das hier rum? Oh nein, ich bin ins Wasser gegangen, ich Idiot. Es ist eh schon kalt. Natürlich. Was? Danke. Ja, was war denn jetzt die Frage? Du weißt, ich hab... Oh Gott, komm her! Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm! Ich hab dich, 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 ich hab dich! Ganz wunderbar, du bist fast drüben. Scheiße, ist das kalt! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Oh Gott, ich... Oh Gott, scheiße! Ich da... Oh Gott! Ist es kalt? Sicherlich. Lass uns rein und kuscheln! Nee, zum Feuer! Zum Feuer, zum Feuer! Los! Zum Feuer, zum Feuer! Oh, guck mal, das kenne ich irgendwo. Ui. Das ist wirklich schön hier. Sind alle da? Also, ich hätte nur den kleinen Hammer dabei, wenn dir das reicht. Lass ich mein Herz an die Na, besser ein kleiner Hammer als gar kein Hammer, oder? Richtig. Meinst du? So guckt ja gerade keiner, oder? Ja, mach schnell. Ja, los, 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 los! Okay, okay. Komm, los! Hey. Ja, ja! 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 Oh ja! Ah! Oh, oh, oh! Warte jetzt, du! Okay! Yes! Ach, oh mein Gott! Oh Gott! Au! Ja! Ja, ja, ja! So. Ja, ja! Ja, das muss! Das muss! Ja! Oh! Ah, oh, geil! Achso, ja, schnell wieder anziehen! Ja! Schnell, schnell, schnell! Komm, wir gehen hier weg! Schnell weg! Hast du mich gerade besamt? Natürlich nicht. Ah, das war toll. Und jetzt? Weißt du, platzieren wir uns? Ja. Sehr gut. Oh oh. Die sehen sogar so bescheuert. Und dem Heli geht's wirklich nicht mehr so gut. 356. Guck mal, das passiert, wenn man sich das vorbereiten kann ein bisschen, ne? Hat man auch Zeit für die Hochzeit. Das kann doch nicht wahr sein. Oh Mann, ey. Kannst du mal den Pastor anrufen, ob der Zeit hat? Okay. Den Pastor anrufen, ja? Wie sehr willst du davon? Wenn das jetzt nicht klappt, dann können wir das doch morgen noch schnell machen. Ich glaube, das wird nichts morgen. Ich glaube, das wird nichts morgen. Ich habe das Gefühl, du bliebst meines Ernst. Oh Mann, denkst du? Hm. Kacke. Ich meine, es ist ja Nacht immer noch. Was? Irgendwie, die Sonne bleibt auch schon wieder weg. Kann sein, dass du mich heute häufiger wärmen musst, weil ich bin ein bisschen kälteempfindlich. Oh, oh, scheiße. Ja, das kriegen wir hin. Wunderbar. Ich wärme mich einfach an der Herze deines... an der Wärme deines Herzens. Jetzt habe ich es versaut. Ja, ist auch okay. Ich glaube, ich weiß, wo er hinfliegt. Der geht nicht dran, der Pater. Franka. Pass auf, ich glaube offiziell, wir brauchen noch keine Dokumente mehr. Sieh's doch mal so. Was lohnt sich das noch, wenn die Welt morgen eh zugrunde geht? Also ich würde schon von dem Paar, also irgendwann muss es ja bezeugen, noch eine offizielle Hochzeit. Na, oh scheiße, ja. Irgendjemand muss das ja bezeugen. Ob Itchy da ist? Hermann! Nee, bitte nicht. Mit nassen Dummsinn. Den Pater! Immer noch.
Ja, aber der ist ja nicht da. Ja, vielleicht kommt er später. Der Tag ist noch kurz. Lang. Du weißt schon, früh. Also, oh Gott. Ja, ja. Sollte mehr schlafen. Es gibt viele Sachen, die manchmal kurz und manchmal lang sind. Bei dir sind das Sachen eher kurz als lang, ich weiß. Hey. Vater hat keine andere Nummer. Gut, ich sehe nichts. Kannst du mal leuchten? Hier unten ist ganz gut. Wo sind wir? Was zum Teufel? Ja. Moin, Leonard. Das ist eine kleine Überraschung. Vielen Dank für deinen Follow. Ah, ich weiß, wo wir sind. Dass es nicht mehr hell ist. Wir sind, bei Weizenheinz. Den kenne ich noch von damals. Von früher. Oh, das waren Zeiten. Da bin ich mit Weizenheinz hier durch die Monuments getigert. Oh Mann. Was hast du mit ihm gemacht? Durch die Monuments getigert. Hat nichts mit Hämmern zu tun, Marc. Ist alles gut. Ah, okay. Da oben sonst, auf dem Fels ist auch schön. Ja. Lass uns da auffliegen. Na los. Ah, schön. Aber, Franka? Ja, Marc. Ich muss gleich nochmal ganz kurz in Gedanken. Oh nein. Stimmen meine Stimmbandeinstellungen wieder nicht? Oh ja. Nein. Ehrlich gesagt. Ich sehe wieder nichts. Ja, ja, du musst noch ein bisschen näher. Dann siehst du auch meine Taschenlampe. Ja, ja, ist gut. Das ist wie wenn du meine Taschenlampe immer suchst. Perfekt geparkt, Marc. Du wirst immer besser, jeden Tag. Voll. Ja, ich weiß. Unfallfrei. Seit gestern. Heute? Der steht doch noch da. Du wolltest kurz in Gedanken. Ich warte hier auf dich. Ja, ich bin mal kurz in Gedanken. Ich denke mal kurz hier meine Gedanken. Das sieht jetzt nicht so gesund aus. Also eigentlich hat Marc ja noch Fragen an mich und ich würde es ihm ganz gerne auch erklären. Jetzt habe ich die Zettel halt leider nicht mehr dabei. Ist auch ein bisschen doof. Wir hätten eigentlich die Zettel mitnehmen müssen. Also eigentlich müssen wir gleich einmal zur Wache fliegen, damit ich die Zettel mitnehme, damit ich ihm das quasi alles erzählen kann, was da draufsteht. Das ist der eigentliche Plan, was wir jetzt machen wollen. Deswegen werden wir eh gleich hier wieder weggehen. Aber naja, Sonnenaufgang gibt es nicht mehr. Das ist sehr schade. Blöden Pleeps. Die mal zu erreichen. Damit ich mit Marc keine Zeit habe. Deswegen versuche ich gerade Leute zu erreichen. Die gehen da nie dran. Der hat gesagt, der ist erreicht bei der DF3. Absolute Schweinerei. Jetzt habe ich Schluck auf. Warum auch immer. Pater für uns. Wo ist der Pater eigentlich immer? Was ist mit Pater? Hast du noch eine Taschenlampe für mich? Ich kann dir meine geben und die Wache benutzen. Oh, okay, shit. Hast du die fallen lassen? Oh, shit. Nee, ich habe keine Taschenlampe mehr. Okay. Na, warum sollten wir uns nicht einfach gegenseitig mit Waffen angucken? Ja. Das ist doch auch romantisch. Ich hab sie. Aber das ich müsste halt die Waffe... Ruhig. Du hast mich an Stellen angefasst, hast du mich vorher noch nicht angefasst. Ich habe noch gar nicht angefangen. Ja, ich weiß. Marc. Guck mal, hier sieht's doch gut aus. Das ist meine einzige. Ich müsste die Waffe draußen lassen. Marc,
Mark. Ja? Mark. Ja. Franka. Ich will nicht, dass das zwischen uns steht. Oh, Franka. Ja? Du hast mir gestern Fragen gestellt, Mark. Ja? Über gewisse Zettel, die du gefunden hast. Oh, ja. Ich möchte nicht, dass das zwischen uns steht, weißt du? Das Problem ist, ich habe die jetzt halt in der Wache wieder gelassen. Also eigentlich müssen wir jetzt tatsächlich zur Wache, weil dann könnte ich das alles erklären. Da müssen wir sowieso nochmal hin. Ja, dann gehen wir lieber zur Wache, holen eine Taschenlampe, holen die Zettel und dann erklären wir das in unserer Liebeshöhle, okay? Ja, das war ja überhaupt nicht unangenehm, dass wir extra hierher fliegen, damit wir dann wieder zurückfliegen zur Wache. Okay, natürlich. Haben wir genug Sprit für sowas? Ja, ich hab nochmal aufgefüllt, alles gut. Sehr gut. Ich achte nämlich auf sowas. Mhm, immer. Der Sprit ist übrigens von Hermann, dem schuldest du noch irgendwie so, keine Ahnung, 500 oder so. Ja, wird er überstehen. Morgen sind wir eh alle tot. Was soll's? Ja, irgendwie habe ich das Gefühl auch. Witzig, oder? Ja, das ist total lustig. Scheiße, was machen wir mit dieser No-Talent-Show? Die zwingen uns. Anscheinend geht's dir wieder besser, oder? Weil du hast Günther nicht umgebracht. Das wundert mich ein bisschen. Der hat sich zutiefst entschuldigt und... Oh. Ich weiß halt nicht, inwieweit... Was hat denn der Günther dir getan? Der wirkte jetzt nicht als unbedingt der Drahtzieher der Bande. Der war quasi mit von Anfang an dabei. Der war mit der am längsten bei mir mit war. Was kann ich dir sagen? Das sagst du jetzt? Das... Hä? Ja, keine Ahnung, was ist denn unser, was wollen wir denn zusammen machen bei der No Talent Show? Witzig wär's schon. Also bisher haben wir halt nur Notfälle zusammen behandelt, aber das können wir ja. Ich weiß nicht. Also ich meine, wir können zusammen singen, aber das kann ja jeder. Nicht singen kann jeder. Ja, ich kann wirklich richtig gut nicht singen. Ja, ich auch. Vor allem mit dieser Stimme, die ich aktuell habe, kann ich richtig gut nicht singen. Wir könnten sowas singen wie... Ich glaube, jetzt einen Patienten zu finden, den wir da öffentlich zu legen. Why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. Yesterday you told me about the blue, blue sky. Das Problem ist, wir sind nicht... Ich weiß. Eben deswegen, wir sind aber nicht lippensynchron, das ist das Problem. Ja, nein. Ich weiß! Wir kommen zurück. Scheiße. Deswegen, ja. Ich könnte ja... Was? Nein, also singen. Nicht singen kann jeder. Pass auf, du singst. Nicht singen kann jeder. Ja. Deswegen, wir müssen uns etwas anderes überlegen. Was können wir denn nicht, Marc? Wir können alles. Was soll das? Das ist mir so spontan. Du könntest Auto fahren. Nicht. Ich könnte ein paar Heli-Tricks zeigen. Nein, das kannst du ja. Achso, nee, kannst du nicht. Stimmt. Das ist eine gute Idee. Also wir könnten eine Fahrstunde vollführen. Aber das sieht halt keiner. Ja, eben. Das wahrscheinlich auch nicht. Das Chat, haut mal raus. Und dann ganz viele Körperteile und Leichen, die dann überall rumliegen. Weil wir alles und jeden überfahren haben aus Versehen. Ich habe das Gefühl, wir können irgendwie alles. Außer sehen halt. Ja, wir sind einfach zu fähig dafür. Wirklich. Mir fällt echt nichts Lustiges ein gerade, ne? Wir haben sonst immer so gute Ideen, aber aktuell sind Mark und ich so ein bisschen... Wir schlafen zu wenig. Wir schlafen einfach zu wenig. Ja, ich hätte mir da einfach ein bisschen Gedanken machen sollen. Ich finde das jetzt spontan zu schwierig, ein No-Talent rauszuhauen. Na, hi, Herr Mann. Lebt noch? Ja, wir leben noch, ist alles gut. Hi. Wir wurden auch nicht entführt. Ah, okay. Gut. Warum sollte der nicht leben? Oh, scheiße, ich hab vergessen, den großen Scrappy zu holen. Nein! Ja, auch viel zu viel Scrappy. Oh, ich werd verrückt. Zettel. Franka! Ja, was denn? Wir müssen noch einen großen Heli holen. Und mir wird schwindelig, ich höre dich schon wieder nicht so gut. Bin gleich da. Willst du mich eigentlich komplett verarschen? Ja, haben wir jetzt mal Zeit für uns jetzt? Sollen wir ein scheiß Heli zusammen holen und jetzt legst du dich hier hin? Oh Gott, das wird doch nichts.
Wo sind die Zettel? Okay. Hat er mein Sprit noch von dem Heli oder was übrig war? Entschuldigung, wenn ich hier reinkomme. Bist du einfach umgekippt oder was? Das kannst du rausnehmen. Ein bisschen was hat er selber dabei gehabt. Danke dir. Weil würde ich keinen Sprit mehr glauben. Nee, das kannst du alles haben. Ich hab mir schon ein bisschen. Nee, nimm das alles. Okay. Muss damit klacken. Ja, Jane, eben. Das können wir halt. Das ist halt kein No-Talent. Was können wir nicht? Nennt man Teebeuteln. Mhm. Hermann, kommst du zur No-Talent-Show? Ja, ja, ich komme dann hin. Ich soll da eventuell noch eine kleine Installation machen. Der Herr Fuba ruft mich eventuell gleich an. Hm? Ich meine, mit was trittst du auf? Achso, ich wollte ihm noch eine Dings machen. Nee, auftreten tue ich nicht. Ein vielleicht kutsche ich, juppe ich vielleicht in die Bühne rein. Das könnte mein Auftritt sein. Mit was trittst du auf? Mir fällt das bei dir nicht ein. Oder trittst du auf? Ja, ich würde mit Marc irgendwas machen, aber uns fällt tatsächlich nichts ein, was wir nicht können, weißt du? Hm. Er kann nicht fliegen, er kann nicht Auto fahren. Richtig, aber das kann ich halt beides, weißt du? Verdammt. Ja, eben. Also das Einzige, was wir seit 3 Tagen tatsächlich nicht schaffen, ist heiraten. Fahrschüler? Ja, ich habe ihm eine Fahrstunde gegeben, das ist richtig. Hm. Also unser Nicht-Talent ist heiraten. Ist die Not-Talent-Show perfekt? Mhm. Das ist dann perfekt? Dann wisst ihr ja, was ihr da machen könnt. Stell keine Fragen. Braucht er nur noch einen Priester? Der ist nicht da. Ich sag nichts. Gut. Mach ein Foto. Hast du ein Fotoapparat dabei? Perfekt. Warte, ich mach Lichter. Ja, es ist dunkel. Warte. Warte. Ah, okay. Perfekt, danke. Ich hoffe, das passt. Ja, super. Tipptopp. Gut. Wir können nicht schießen. Also das würde mir noch einfallen, dass wir nicht schießen können. Hm. Wie führt man sowas lustig vor? Wer zuerst stirbt quasi? Ja, brauchst du den Heli dann nochmal oder ja nicht? Naja, wir gehen jetzt anscheinend einen großen holen, warum auch immer. So, sofern er aufsteht. Ja, der kommt gleich wieder. Das macht er häufiger. Na dann. Ich bin halt so schlecht. Das einzige Talent, also was man halt immer denkt, ist halt irgendwie Musik machen, ne? Gibt's ja noch so. Das hab ich schon wieder. Ja. Ja. Herr Fuba habe ich vorhin angerufen, er braucht eventuell noch ein bisschen Feuerwerk. Und eventuell für mehr Elektroinstallationen. Tipptopp. Ich frage mich nur, wer mir gestern den Automat 3-mal leer gekauft hat. Hallöchen! Hallöchen! Frank, mir ist gerade eine Idee gekommen. Hm? Oh Gott, sie ist nachdenklich. Gott, wenn sie so nachdenklich ist, ist das nie gut. Was denn?
Was hältst du davon? Als Rettungssanitäter müssen wir doch in gewisser Art und Weise gut mit dem Skalpell sein. Oh nein. Okay, machen wir. Wen willst du operieren? Dich, Hermann. Wenn du... Was? Dann hören sie dieser zu! Ja! Dankeschön. Ja, bitte! Ja, okay. Wir suchen uns einen Freiwilligen aus dem Publikum, ohne vorher zu sagen, was wir machen, und dann darfst du eine Operation durchführen. Perfekt. Nee, das hast du falsch verstanden. Oh. Schade. Das ist aber auch eine gute Idee. Ich würde vielleicht... Was hältst du davon, wenn wir so einen Messerwerfer-Trick machen? Du stellst dich auf die eine Seite von der Bühne, ich auf die andere, und dann versuche ich, möglichst nah viele Messer auf dich zu werfen. In kurzer Zeit, ohne dich zu treffen. Meine Idee gefällt mir irgendwie gerade besser. Das geht schief. Marc, wir haben das doch... Marc, jetzt mal ganz ehrlich, was hältst du davon? Wir haben da letztes Jahr mal einmal, ich glaube, wie hieß der? Karl oder so. Haben wir doch den Blinddarm rausgenommen. Was hältst du von einer offenen Herz-OP diesmal? An jemanden aus dem Publikum. Oh, das wäre auch eine Möglichkeit. Oder? Das wäre doch ein Plan. Klingt auf jeden Fall. Wollen wir das noch irgendwie vorbereiten mal? Ja, wir sollten das mal üben. Hermann, hast du Bock? Ja, Hermann. Hermann. Du müsstest... Hi, na? Wie geht's dir? Mensch, wo du jetzt gerade hier Hermann, bist. Hermann, das ist wichtig. Das ist essentiell quasi, dass du uns hilfst, Hermann. Wirklich. Ich glaube, dein Herz ist auch nicht mehr so das Gesündeste. Du brauchst einen Bypass. Von Marc. Wir brauchen noch einen Skalpell. Ich habe keine Skalpelle warte, mehr. Warte. Oh, Mann, dann zieh ich mir aber auch richtige OP-Sachen an. In meinem Schrank sind welche. Hilfe. Oh, ein Checker. Warum auch? Ja, warum nicht? Ich habe gerade nichts Besseres zu tun. Nicht mal. Au! Anscheinend will er den Helikopter jetzt gerade nicht holen. Ganz unten. Du meinst wirklich den hier? Ja, nicht? Also für die Show perfekt. Okay. Dazwischen kannst du dich ja normal anziehen. Der arme Bart. Aber für die Show ist super. Ja, natürlich. Ja, supi. Machen wir so. Okay. Hast du mich gerade vor Hermann gesagt? Also Desinfektionsmittel brauchen wir auf jeden Fall. Hab ich dabei. Sehr gut. Ja. Skalpell. Und jetzt auch noch abgespritzt. Skalpell. Ich würde die Narkose machen mit Hammer und Spritzen. Ja, bitte. Hammer habe ich. Spritzen. Warum sind hier so viele... Hm? Sind das meine? Hier hast du meine Köpfe alle verteilt. Ja, ich... Naja. Toll. Wollte damit noch was anderes machen. Ich hätte mir rumfuschen lassen sollen. Hatte ich nicht hier die Kiste wieder aufgefüllt? Ah ja, guck mal, hier sind meine ganzen Sachen. Hier zum Nähen. Sehr gut. Und dann nehmen wir noch den Tisch mit. Noch kann ich flüchten. Er will gar nicht flüchten. Das ist das Problem. Offensichtlich willst du gar nicht flüchten, Hermann. Siehst du? Das auch. Jetzt ist er gefangen. Du willst es auch, Hermann. Perfekt siehst du aus, Marc. Du siehst doch aus wie so ein richtiger, kleiner, süßer Assistenzarzt. Wo ist denn Hermann jetzt hin? Wir könnten es ja dann, falls Hermann oder der jeweilige Patient das nicht übersteht, dann auf der Bühne. Hast du noch einen Presslufthammer dabei? Ja. Für was ist ein Presslufthammer, bitte? Nur so. Ah, nur so. So, also, Marc, folgendes. Pass auf, wir machen das dann tatsächlich richtig so, richtig effektiv, ja? Das heißt, ich stelle uns erstmal vor, du hast natürlich deine Klamotten dann an und ich stelle dich dann vor, ja, du bist ein aufstrebender Arzt, Assistenzarzt geworden bei mir, hast die Ausbildung durchlaufen. Was dir halt jetzt noch fehlt, ist die praktische Ausbildung des Ganzen, ne? Und das heißt natürlich, naja, wir stellen dann halt so einen Tisch hin. Geh mal auf den Tisch, Hermann. Das heißt für uns dann, ja, dass du jetzt leider einmal eine offene OP am Herzen durchführen musst bei jemandem aus dem Publikum. Wir holen den natürlich erst dazu, denjenigen aus dem Publikum, erzählen das dann erst alles, ja. Genau.
Dann würde ich sagen, bevor der anfängt wegzulaufen, mache ich schon mal die Narkose. Okay. Ja, das fängt dann immer erstmal damit an, dass wir erstmal eine Beruhigungsspritze geben, dass die Leute nicht mehr weglaufen können. Und dann, damit die auch die Klappe halten und nicht schreien können, gibt es nochmal den Hammer auf den Kopf. Okay. Zack, Narkose fertig. Wunderbar. Huch! Oh. Oh. Also, dass er gleich das so übertreibt, dass... ja, der Cooper, der hält sogar den Atem an. Aber was hältst du davon? Toll. Wenn wir die Narkose weglassen, und vielleicht über Schmerztherapie den Patienten ins Koma bringen? Nein, wir machen das vernünftig. Pass auf. So, und dann sage ich, okay, alles klar. Pass aber auf, das ist auch eine No-Talent-Show. Ja, ich weiß. Das No-Talent bist du ja. Ich mache das aber vernünftig. So, pass auf. Als nächstes kommt die Desinfektion mal. Du musst erstmal die Stelle desinfizieren. Oh Gott, der ist richtig großzügig. Tot. Ja, der stinkt schon richtig. Desinfizier den mal. Ich komme nicht dazu. Desinfizier doch jetzt mal, der steht schon. Los. Okay, also, erstmal Oberteil ausziehen. Ganz wichtig, zack. Wir sollten ja vielleicht den Patienten in sein... So, jetzt. Okay, Brustbereich wird abgespritzt. Richtig, richtig. Okay, Marc, dann nimm mal das Skalpell in die Hände. Los geht's. Also, pass auf. Schönen großen Schnitt. Direkt vom quasi Hals abwärts bis zum Bauchnabel. Einmal alles aufreißen, bitte. Los geht's. Vom Kehlkopf einfach rein. Jawohl, ja? Wunderbar. Und jetzt nimmst du den Rippenspreizer, bitte. Hier, bitte. Einmal mit dem Rippenspreizer? Und einmal schön alles aufhämmern und alles beiseite schieben einfach. Bisschen Kraft. Ja, mehr Kraft. Einfach hier ein bisschen. Ja. Und das. Ja, wunderbar. Perfekt. Hier muss man aber. Stopp. Nicht zu tief. Aufpassen. Nicht zu tief. Langsam, vorsichtig. Sehr gut. Ach, jetzt plötzlich nicht mehr. Ja, du musst aufpassen. Darfst du nicht zu tief, sonst bist du direkt im Herzen. Okay. Das komisch Pochende da, Marc, ja? Das sehr seltsam Pochende. Mhm. Ja, das ist das Herz. Nicht kaputt machen. Das da. Ja. Nee, nicht drauf touchen. Das da. Marc, jetzt hör auf. Oh. Oh, Mann. Oh, guck mal. Okay. Das war jetzt richtig. Ja. Jetzt. Guck mal, wabbel. Perfekt, oder? Hermann, was sagst du? Das ist perfekt. Ja, das sieht perfekt aus. Perfekt. Wow. Gut. Genau. Und wenn du da jetzt, also du siehst ja diese ganze Blutfontäne, die da jetzt gerade raussprießt, ja, aus dem öffneten Oberkörper, den du da gemacht hast. Oh ja, schön. Richtig? Wow. Toll, oder? Sowas sollte man unterbinden, indem man das Ganze einmal verbrutzelt und verödet. Das mache ich einmal wieder für dich. Hier, einmal so schön. Okay. Wunderbar, jetzt hat es aufgehört zu bluten. Ist das nicht toll? Oh. Mhm, das riecht dann immer schön nach vergammeltem Fleisch. Effektiver. Mhm. Wunderbar. Oh, Flammenwerfer, hast du einen da? Hast du einen Flammenwerfer? Hast du einen? Kann anstellen, ja. Geil. Alles klar. Stell, ja. Stell ja. Ja, gute Idee. Stell den Flammenwerfer. Gut. Wow. Also das machen wir. Okay, also alles klar. Ja. Wir müssen nur so ein bisschen überlegen, glaube ich. Also, wir machen den Brustkorb auf. Wir hämmern den auf, die Rippen. Dann, Blutstillung mit Flammenwerfer, finde ich gut. Oh, Franka, darf ich veröden? Ja, du darfst dann veröden. Ich sag dir einfach nur, du machst einfach alles und ich sag dir immer, was du machen sollst, ja? Du machst einfach alles. Und ich reich dir an. Ich reich dir immer an, okay? Sehr gut. Hast du noch was von mir? Das brauchst du Öl? Sprit? Nee, klamottenmäßig. Ich glaube, das sind, oder? Genau. Sehr gut. Hol mal einen Flammenwerfer, Hermann. Los geht's. Dann wir nutzen deine Leiche für weitere Dinge. Na, natürlich, warte. Na gut. Also, Marc, dann können wir doch Hermann. Hermann, du bist dann heute der Patient. Nein, das ist irgendjemand aus dem Publikum. Das ist doch einfacher. Bist du irgendein? Okay. Also, ich meine, Hermann macht das so gut. Es läuft Folgendes ab, ja? Wir holen jemanden aus dem Publikum dazu und dann verraten wir erst, was wir vorhaben, ja? Dann machen wir quasi, dann fangen wir, wie gesagt, an. Dann fangen wir an mit Desinfektion etc. pp. Also nee, erst Narkose, dann Desinfektion. Ich werf dir immer alles hin, was du dann brauchst, ja? Also du musst alles mir geben. Deine Wasserpistole, das Skalpell und so musst du alles mir geben. Perfekt. Und ich werf dir das dann immer zu. So, dann machst du alles selber, ja? Sehr gut. Jetzt fahren Sie weiter, Herr Birke! Der Birke war übrigens auch dabei. Birke war auch dabei. Ich weiß, ich das kann. Verdammt. Birke war auch dabei. Birke war dabei? Birke war dabei. Laufen Sie, Herr Birke! Laufen Sie, Herr Birke! Nee, stopp! Ihr seid welche? Ah. Ja, halt, stopp jetzt! Der schießt doch mit! Richtig! Triffst du überhaupt was?
Nein. Sehr gut. Ah, der trifft dich aber. Au. Ich glaube, ich bin nicht so gut darin. Ja, ich treffe. Bin auch ein guter Schütze. Jetzt hau ab! Gehen Sie lieber, Herr Birke. Und hören Sie auf, über den Heli zu meckern, Mann. Der steht da jetzt halt. Und weh, ich werde nochmal entführt. Dann raste ich aber aus. Das kriegen wir hin, kein Problem. Kann ja wohl nicht wahr sein. Also, wie gesagt, ich werde ja, alles machen das. Ich erzähle dir, was du machen sollst. Dann machst du das einfach auf lustig, okay? Perfekt. Machen wir so. Okay. Sehr schön. Ich mache aus. Was brauchst du noch? Ich habe, glaube ich, jetzt alles. Den Flammenwerfer. So. Und Benzin. Den Flammenwerfer, genau. Nee, ich brauche den. Perfekt. Ich werfe dir das noch zu. Ja. Warte mal, ich muss mal ausprobieren, wie der geht. Hermann, tut das weh? Au! Ich bin, ja. Toll. Warum hast du dem den Flammenwerfer gegeben? Hermann, das ist doch bescheuert. Oh Mann. Der. Ich glaube, ich nehme den Schlafsack damit, oder? Ja, nimm dir lieber den Schlafsack mit. Meld dich einfach freiwillig, wenn wir einen freiwilligen aus dem Publikum suchen, ja? Bis... Okay. Wollen wir nicht? Wollen wir nicht? Oh nee, ungefähr. Vergiss das, Hermann. Was? Oh, weil ich. Wollen wir nicht zusammen mit dem Scrappy fliegen von dir? Ich muss jetzt zur Bühne runter, weil die brauchen mich kurz. Die kennen das schon. Fast jeder auf dieser Insel, der jetzt aktuell wahrscheinlich noch online geht, war gestern bei der Entführung dabei. Müssen wir noch irgendwas vorbereiten? Das wird also schwierig. Nein, wir machen das. Ich glaube, spontan sind wir am besten, oder, Marc? Es hat auch gut funktioniert gerade. Ja. Hat auch super funktioniert. Ja. Okay. Dann nehmen wir meinen Scrappy und... Also wir nehmen... Und fliegen jetzt zusammen dorthin. Wir wollten noch reden. Wir kommen wieder nicht zum Reden. Achso, wir wollten noch reden. Hermann, dann nimm du den und... Dann leiche ich euch nach... Nee, ich hab noch einen oben. Komm hier mit dem... Gebt ihn mir nachher. Okay. Bis später. Tschüss. Bussi, bussi. Bis später. Wir kommen nie zum Reden, Marc. Das ist echt erstaunlich. Frage, komm mal kurz mit, bitte. Ja, ich komm. Ja. Ich hab noch ein Foto, das du aufhängen musst. Oh Mann, wo ist mein ganzes Zeug schon wieder? Ich hab ein Foto, verrückt, was du aufhängen musst. Haben wir noch Platz? Nein, nimm dir irgendeins raus, bitte. Oh Mann, ja, aber ich brauch Bilderrahmen. Oder mach Bilderrahmen. Ja, gib her. Sehr schön. Haben wir genug Medizinmaterial dabei? Ich habe genug Spritzen dabei, keine Sorge. Ich versorg die. Okay. Warte mal, ich muss mal zumindest das Grepp in Sicherheit bringen. Ich hatte doch vorhin 500... Hast du den Sprit? Der ist weg? Ja, Hermann hat sich die Hälfte genommen, weil du ihm ja was schuldest und ich habe die andere Hälfte, ja. Aber das ist nur noch 300, damit kommen wir, glaube ich, nicht so weit. Ich habe 540 noch dabei. Gut. Wo ist denn meine normale Mütze? Oh Gott. Welche meinst du? Welche meinst du? Die Cappy? Medizinermütze. Ich mach dir eine. Ja. Du müsstest dich vielleicht auch anziehen, oder? Ach ja, stimmt. Ich habe ja Bürgermeister-Sachen. Das ist ja zumindest ein offizieller Auftritt. Wo sind meine Sachen, ist dann die Frage. Sind hier? Ich muss hier mal wieder zumachen, wa? So halb, ja. Oh shit, wo sind meine Sachen? Ja, siehst du? Kacke. Oh, wir wollten Chabas auch noch machen, ne? Eigentlich möchte ich doch unbedingt gerne Chabas machen. Mit einer Mütze habe ich. Und einmal umfärben. Ja, mal tauschen. Dann kann ich die hier nämlich noch umfärben. Dann haben wir beide eine Mütze. Upsi. Jetzt ziehe ich die. Was ist Upsi? Man kann Menschenfleisch nicht essen. Man sollte nicht, ja. Hast du Hunger? Nein. Ich... Weißt du, pass auf. Wenn wir...
wenn wir den Patienten aufschneiden. Was hatte ich denn da immer drunter? Ach, den Feuerwehrpulli, den ich... Doch, ich hab noch einen. Perfekt. Jacke drüber. Bist du noch da? Ja, ich zieh mich gerade um, siehst du doch. So, ich bin wieder, glaube ich, so wie sonst. Ja, ich würde auch sagen, so grob, oder? Perfekt. Na, du ziehst ja nachher noch was anderes an. Hast du das dabei? Ja, habe ich dabei. Perfekt. Aber das machen wir vor Ort. Ja, ja. So, warte mal, hier noch mal ein bisschen Fleisch. Komm mal mit. Na, ich habe noch Essen hier oben im Kühlschrank. Musst du jetzt noch was vorbereiten? Haben wir alles. Du willst Menschenfleisch. Ja, okay. Ja, aber... Ah. Ja, ich will noch Menschenfleisch und sowas mitnehmen. Geh weg! Was machst denn du? Stell dich nicht so an, sonst gefällt dir das, weil ich dir in den Hintern greife. Hier ist noch 5 Menschenfleisch drin. Hier ist noch Menschenfleisch drin. Warum auch immer? Keine Ahnung. Ich hab noch ein bisschen mehr dabei. Warte mal, ich hol noch was. Alter, ich hol noch was. Was zum Teufel? Was ist falsch mit ihm? Der ist ja schlimmer als ich. Ich wollte hier der Menschenvernichter sein. Oh Mann. So, ich glaube, ich hab alles, ja. Ich habe mehr als genügend Knochenteile. Ich muss die nur organisieren schnell. Toll. Und Fleisch ohne Ende. Nicht wahr? Darf ich die Truhe mal sehen, Marc? Nein. Bitte. Welche Truhe meinst du? Da, wo das alles drin ist. Wenn du es findest? Hast du gerade... Marc? Mann, ich will die... Ich will das Schloss aufmachen. So, ja. Da. Hm? Was? 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 Ja? Was? Was denn? Sachen passieren. Na gut. Alles klar. Gut. Du magst. Alles geklärt. Ich glaube, die Erklärung. Ach, mach mal lieber das Licht aus, nicht. Alter, die Erklärung mit den anderen Sachen, die dauert zu lange. Ich glaube, ich schaffe das wieder nicht vor der Show. Und nach der Show müssen wir zu dem Puls. Marc, wir müssen. Jetzt mal ganz ehrlich. Marc, hör mir zu jetzt. Hör mir zu. Ja. Wir machen immer nur Termine für andere. Wir machen jetzt einen Termin für uns, okay? Nach dem Ding mit dem Puls. Meinst du, das lohnt sich? Nach dem Ding mit dem Puls. Ja. Machen wir einen Termin nur für uns. Ich höre doch schon zu schreien, so. Nur für uns. Kein anderer. Da kommt nichts mehr dazwischen. Das ist jetzt ein fester Termin. Okay. Du hast einen Termin bei der Bürgermeisterärztin, ja? Vergiss sie nicht. Okay. Komm nicht zu spät. Ja? Gut. Mhm. So eine Scheiße. Scheiße, mein Inventar ist schon wieder fast voll. Ja, meins ist komplett voll, weil ich die ganzen Sachen habe. Du musst dein Inventar leer machen, damit du die Sachen aufnehmen kannst. Warte mal. Ja, darum geht's ja, Scheiße. Oh Mann. Ja, für die Sachen kannst du eine Kiste mitnehmen. Da kannst du schnell deine Sachen in die Kiste auf der Bühne tun oder so. Weiß nicht. Ja, das ist eine gute Idee. Ach nee, kannst du nicht, dass wir da dran dürfen? Ja, stimmt. Ja, das ist das Problem. Hm. Warte mal, vielleicht. Ich gucke mal gerade, was ich rausnehmen kann. Megafon brauche ich gerade nicht. Nee. Stein brauche ich nicht. Nee. 2 Menschenfleisch brauche ich nicht. 60 reichen. Der Bauplan. Wo hat er die Leute alle her? Ich hab ein bisschen was zu reparieren für den Scrappy. Das habe ich auch. Wasser. Lass mal, du musst noch eine was zum Reparieren mitnehmen. Achso, ja, hast du so einen Kanister? Habe ich auch. Kannst alles hier lassen. Achso. Was zum Reparieren habe ich und Wasser habe ich auch. Wir brauchen kein Metall? Nein, habe ich. Dann packst du doch ein. Perfekt. Okay, ich glaube, das müsste reichen. Ich habe jetzt... Ja, du musst auch noch die Sachen aufnehmen, die ich dir dann zuwerfe, ne? Denk dran. Nicht nur deine Klamotten. Oh Mann,
Ich habe ja noch das Crepe drin, Munition nehme ich raus. Brauche ich jetzt erst noch nicht. Muss reichen. Hast du die Pillen? Brauchen wir die? Nee, eigentlich nicht, oder? Nee, brauchen wir nicht. Ich habe keine Pillen dabei. Was ist damit? Damit können wir den öffnen. Ich habe auch eine dabei. Alles gut. Pack die weg. Ach so. Dann öffnen wir mal damit. Mhm. Besser als der Checkhammer. Wir können ja mit dem... Oh. Wir können ja mit dem... Auch daran dachte ich schon, mit dem, ja. Oh, Mann. Auf der Bühne? Nein! Mann. Für unseren Termin danach. Oh. Ach so. Ja. Oh, Mann, Hermann habe ich es auch. So war mal der Kopf von Hermann. Was? Den brauchen wir auch nicht. Was? Was? Du hast was? Au! Warum? Den Kopf von Hermann. Na gut, der Kopf ist okay. Warum haust anders. Du mich deswegen? Ja, weil das gerade anders klang. Was habe ich denn gesagt? Ja, das klang so, als hättest du auch den Hermann hier mit der Kettensäge und so. Das soll jetzt unser Ding werden, Mann. Natürlich ist das unser Ding. Gut. Kettensäge, Vorschlaghammer gehört nur dir. Wunderbar. Und den Patienten lieber aufschneiden. Guck mal, wir können den Brustkorb können wir mit der Kettensäge aufschneiden und dann mit dem Skalpell am Herzen operieren. Ja, das ist der Plan, ja. Lass mich, ich sag dir das schon. Grandios. Ich sag dir, was du immer tun sollst und du machst es. Was machen wir, Franka? Machst es dann einfach. Mit deinem Nicht-Talent. Franka? Ja. Ja, was machen wir, wenn der Patient unentscheidet? Währenddessen? Also, ich habe das mit Hermann schon besprochen. Hermann meldet sich als Freiwilliger und legt vorher einen Schlafsack. Ich hoffe, er denkt dran. Sehr gut. Ja. Gut, ich hab alles dann unter haben wir Kontrolle. Alles. Ich habe alles unter Kontrolle. Endlich kommst Wunderbar. Du zu deiner großen OP. Fangetur. Also wirklich. Oh Mann, endlich. Oh, ich bin aufgeregt. Ich bin aufgeregt. Oh bin ich aufgeregt. Ich kann mich gerade nicht... Ich... Ja, Mann. Ich mach einfach bei dir. Komm. Das kann ja auch mal einseitig sein. Geh dich wieder aus. Geh dich aus. Ja, was denn jetzt? Nee, nicht einseitig. Nein, wir gehen jetzt. Doch. Oh, na, komm, ganz kurz. Na gut. Ja, los jetzt. Los. Oh, mit wirklich. Oh, ja. Okay. Das war gut. Ja. Das war sehr gut. Kurz, aber intensiv. Ja, das war sehr kurz, aber intensiv. Los jetzt. Gut.